Desiree Nick, jetzt rechnet sie mit Peter Klein ab. Desiree Nick ist für ihre scharfe Zunge bekannt. Als sie hört, wie Peter Klein über Ü50 Frauen ablästert, knöpft sie sich den Promi Big Brother Teilnehmer vor. Wie bitte? Was sagt Peter Klein da über etwas reifere Frauen? Mit seiner umstrittenen Äußerung kommt der 56-Jährige bei den Promi Big Brother Teilnehmern zwar nochmal ungeschoren davon. Doch Entertainerin Desiree Nick kennt bei solchen Aussagen kein Pardon. Peter Klein, da habe ich keinen Bock drauf. Warum der Ex-Mann von Iris Klein nicht mehr mit Frauen über 50 zusammen sein will, erklärte er bei Promi Big Brother. Die sind zu träge, haben kein Interesse mehr an irgendwas und wollen nur noch spazieren gehen. Da habe ich keinen Bock drauf, resümiert Peter Klein. Gegenüber der Bild-Zeitung holte Desiree Nick nun zum Gegenschlag aus. Ups, mal eben salopp 20 Millionen Ü50 Frauen diskriminiert. Ich habe Peter, wenn er mit stoischem Blick und versteinerter Miene auf dem Sofa vor sich hin vegetiert, schon mehrfach für tot gehalten. Wahrscheinlich ist auch sein Seil inzwischen deutlich kürzer als die Glocken, wetterte die Entertainerin. Doch noch mehr bringe sie ausbleibende Reaktion der jüngeren Frauen im Container auf die Palme. Wenn ich sehe, wie energielos die jungen Mädels die Prozedur über sich ergehen lassen, ist schon erwiesen, dass Energie keine Frage des Alters ist. Dass reifere Frauen in der heutigen Zeit immer noch Diskriminierung ausgesetzt seien, könne Nick nicht nachvollziehen. Es ist skandalös, dass wir Frauen über 50, nach all den MeToo-, Rassismus- und Sexismus-Debatten, die letzten sind, über denen Diskriminierung noch ungestraft ausgekübelt werden darf, stellt die Künstlerin klar. Ihre Forderung, das muss sich ganz dringend